Hallo und ich komme der Gerd macht's. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Es freut mich sehr. Wieder Sonntag, wieder immer noch September. September sage ich, Januar. Und sehr kalt draußen, Minustemperatur. Aber Autos fahren trotzdem. Und ich wollte heute endlich einen Holzkohlegrill machen. Ist ein schönes Wetter dafür. Kalt, aber trocken. Aber nee, ich bleibe bei meinem Burner. Ich mache hier schön leckere wieder Schaschlik. Und zwar heute gibt es Schaschlik vom Schweinefilet im Beckenmantel. Hier gibt es nur ganz wenige Zutaten. Wir haben hier schöne leckere Schweinefilet. Hat mir mein Metzger gestern schön pariert. Ganze Sehne alles abgeschnitten. Und ich habe hier einen schönen, leckeren Bacon. Jetzt schön wunderbar geräuchert. So gut sieht er aus. Und genauso gut schmeckt er auch. Mmh, lecker. Meine Spieße. Die Spießhalterung. Und es gibt nur ein Gewürz heute. Meine Gewürzmischung. Da drin ist Salz, Zucker, Paprika, etwas Chili-Pfeffer, Cayenne-Pfeffer und ein paar andere trockene Gewürze noch. Ganz einfach. Du kannst neben Gewürzmischung. Rindbackringe oder was? Du kannst die Gewürzmischung nehmen, die du magst. Kannst auch nur mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Geht auch, weil die gute Würze soll von schön rauchigem Bauchspeck kommen. Das war's. Ganz kurz, ganz simpel. Und wenn du sehen, was wird nicht aus, wie das schmeckt. Da bleibt man dran, schaut zu und lest mein Video. Wenig Gewürze, simple Zubereitung, das heißt die Schweinefilets, die werde ich jetzt schön in schöne Medaillons schneiden und dann mit hier Schweinefiletkopf, dann schneide ich auch Medaillons. So, und wie breit sind unsere Beckenstreifen? Die sind ungefähr 3 cm breit, das heißt auch die Breite schneiden wir unseren schönen Schweinefilet. Das sind ungefähr solche gute schöne Stücke schneide ich jetzt. So, und wenn dann geschnitten ist alles, dann machen wir gleich. So, dann kommt Bacon drauf, wird schön ummantelt und schon ist mein Schweinefilet Medaillons in Speckmantel fertig. Das wird gleich noch aufgespießt. Wird jetzt aufspießen, siehst du gleich, wenn ich komplett fertig bin hier. Und jetzt müssen Fragen kommen, hey, was ist mit dem Rab? Wozu hast du Rab da? Habe ich vergessen, alter Mann, vergisst die Hälfte. So, bevor ich Beckenmantel drauf mache, kommt etwas Rapp drauf. Aber wirklich nicht viel, aber komplett drumherum. Man kann auch Rapp später drauf machen, aber ich möchte, dass Rapp schön in Fleisch einzieht. So, nur ganz, ganz dünne Schicht, ganz, ganz wenig Rapp. Und jetzt kommt schon unser Speck drauf. So. Jetzt ist hier der Beckenmantel und so lecker sieht das jetzt auch. Jetzt zeige ich schon von ganz nah, wie das aussieht. Ist ganz, ganz wenig Rapp. So. Jetzt muss ich alle so machen, aber ich habe das Gott sei Dank bis jetzt nur zwei gemacht. So, nochmal drauf, ganz wenig Rapp. Und dann Beckendrupp. Fertig. So, dann mache ich jetzt alles so fertig und dann sehen wir es definitiv wieder. Ja, und so sehen jetzt alle aus. Jetzt habe ich die alle fertig. Jetzt werde ich aufspießen und zwar beim Aufspießen aufpassen. Wir haben jetzt immer noch dieses Stück zum Beispiel. Hier ist die Endstelle. So, wenn wir jetzt hier durchspießen, dann geht hier beim Grill die Endstelle auf und kann sein, dass sich das Becken abwickelt. Also, da das rund ist, man kann das schön hier an der Endstelle schön durchstechen mit meinen breiten Spießen, wo ich die Spieße kaufe, wo ich mein Zubehör kaufe, verlinke ich alles unten. Vielleicht kannst du dir angucken, vielleicht kannst du auch mit was kaufen. So, der kommt dann gleich hier. Ja, ich schätze mal so 4-5 Stück kommen auf einen Spieß. Schönes Stückchen, schönes. Das ist ein deutscher Strohschwein diesmal, von meinem Metzger meines Vertrauens. Bei uns fängt mit B an, endet mit Dor. Das ist ein privater Metzger. Also 4 Stück habe ich jetzt drauf. Legen wir drauf. Ja, es könnte noch einer eventuell, aber ich gucke mal, wie viel ich habe. Und dann so drauf kommen die. Ach, wunderbar schön. So, jetzt spieße ich alles auf. Gehe ich rein. Ungefähr noch, ja, Stunde, anderthalb. Lasse ich die bei Zimmertemperatur. An der Temperatur, wenn das jetzt rausstehen bleibt, bei der Kälte, zieht schnell Fleisch sehr stark zusammen.
Und ich muss ja noch meine Sättigungsbeilage zubereiten. Es gibt, glaube ich, heute Kroketten mit Prinzessbohnen und sowas alles. Wie gesagt, wenn du gespannt bist, wenn er aussieht, wenn er fertig ist, wie er schmeckt, dann bleib mal dran, schau zu und genieß weiter mein Video, mein Freund. So, ich habe jetzt 4 Spießchen gemacht. 2 Stück mit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 2 Stück mit 1, 2, 3, 4 Stückchen. Die kommen nachher schön in mein, passt wunderbar rein, in meinen vorgeheizten Gasgrill. So, jetzt gehe ich rein. Erstmal tun wir unseren Sättigungsbeilage zubereiten. Bis gleich. So, 2 Stunden sind um. Mein Burner ist jetzt schon etwas über 200 Grad. Jetzt können wir langsam Fleisch drauflegen, damit das so schön sehen die Spießchen aus. Die waren jetzt in der Küche bei Zimmertemperatur. Ach, lecker. Ja, legen wir drauf. Und, ach, der muss ein bisschen verschieben. Und schön langsam werde ich die grillen hier. Nicht bei sehr starker Hitze, sondern bei einer mittleren Hitze. 220 Grad, werde ich die so jetzt grillen, bis sie fett ist, und dann werden wir die essen. Ja, jetzt ist die Schachtel fertig und so lecker sieht das aus, duft wunderbar, hat sich etwas abgekühlt, etwas entspannt jetzt. Guck ich mal, ob da innen drin noch schön rosa ist. Saftig, weich. Leichter Gewürz von Rapp und von Bacon. Wunderbar. Salziger Rauchergeschmack. War perfekt. Besser als perfekt. So, jetzt sehe ich rein, das Röstis und Böhnchen, sehr, sehr lecker, und ein leckeres Bierchen dazu. In diesem Sinne, koch nach, mach das nach. Wenn du bei deinem Event haben willst, machst du bei deinem Event auch. Ich habe für dieses Jahr, für deine Partys, viele, viele neue Rezepte, unter anderem Smashburger, Miniburger, die wir mit deinen Gästen bei dir zu Hause schön live machen können. Melde dich bei mir. Ich habe noch Termine frei für dieses Jahr. Für Samstag, auch für Freitag noch ein paar Termine frei. Die Woche ist ja so noch Termine frei. Aber wie gesagt, wenn du Party haben willst, tue ich unten mit verlinken, oder auch hier direkt vor Ort kannst du mich buchen. In diesem Sinne, willst du mich loben, mach Daumen nach oben. Willst du mich wiedersehen, hau unten die Glocke, ansonsten pass auf dich auf, bleib gesund und schalte wieder ein, was heißt, der Gerd macht's.